So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium. Ja, wie ihr seht, das ist ja voll gemein eigentlich. Na egal. Wir nehmen jetzt auf Flamara und machen den die Hölle heiß. Für ein paar andere. Der erste Gegner betritt die Arena. So wie es aussieht, erwartet uns ein spannender Kampf. Scheiße. Konfusstrahl. Das war ein Konfusstrahl. Ich wollte Flamara haben. Und nicht das, Gengar. Paddler, es greift sich selbst an. Evoli! Ein sehr rasanter Kampf. Tja, kann ich mit Donnerblitz einsetzen? Mach's mal. Was darf hier denn? Wann? Thunderbolt! Ein Böller. Evoli, setz doch mit zu. Na! Es steigert sein Ausweichkraft. Zwei. Sie schenken sich wirklich nichts. Okay, komm mal, Donner! Blitz! Ja, ein Treffer! Und das war's! Ja, halt, stopp! Total wichtig! Ich habe eine Ankündigung zu machen. Ich mache es am Anfang des Battle Passes nochmal. Aber es ist total wichtig, dass ihr euch das mal anhört. Ich bin beim Pokémon Day 2013 dabei! Das ist nicht geil. Ich bin schon 13 beim Pokémon Day dabei. Yay! Yeah! Ich bin Pokémon Day 2013. Oh oh, es ist verwirrt. Richtig geil. Der Kampf wird immer intensiver. Machen da alles mögliche Rallyes und kannst und sowas und du kannst da sogar Giratina holen. Ich gehe am 5. Oktober hin. So ein Shiny Giratina kannst du holen. Hol ich mir in jedem Fall. Gengar, erstmal Donnerblitz! Was ist das? Gengar! Ein guter Treffer! Es wurde paralysiert! Es ist nicht mehr verwirrt! Na, es Karl! Es Donnerwelle ein! Oh, es ist paralysiert! Ein wahres Spannungsfeuerwerk! Aber es ist nicht mehr verwirrt, das geht ja gar nicht. Vollständig paralysiert. Er auch, haha. Vollständig paralysiert. Der Arena-Fight geht weiter. Donner! Blitz. Oh nein. Es kann sich nicht rühren. Was meine Taktik. Beide Pokémon haben noch genügend Kraftreserven. So, los. Gengar Donnerblitz! Ah! Brenn in der Schnauze! Ja, ein Brenn! Ah. Was nun? Komm! Weil bringt das irgendwie nicht viel? Ein sehr rasanter Kampf! Donnerblitz! Jetzt! Gengar! Oha! Oh. Erst jetzt? Dieser Volltreffer kommt verhältnismäßig sehr, sehr spät. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Der letzte Part war vielleicht etwas zu laut für euch. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber das ist dann mal so. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Konfusstrahl! Das hier dauert aber schnell. Oh, Eisstrahl! Ja, ein Treffer! Ein Treffer? Schwacher Treffer, sehr schwach. Was passiert jetzt? Sie schenken sich wirklich nichts! Ein guter Treffer. Aber er ist schwach.
Das ist Karl. Das hat gesetzt. Man kann es spüren, es hat geklappt. Der Kampf wird immer intensiver. Oh nö. Was ist das? Im nächsten Dungeon-Part erzähle ich auch weiter über Microsoft und Rare, die Microsoft Rare zerstört hat, aber schmiert es nicht so fest. So wie beim letzten Dungeon-Part. Aber das war interessant, es hat Spaß gemacht, ja. Jetzt war ein PvP des Space Park ins Gerät. Trotzdem. Schönheit. Ja. Die ist nicht mein Geschmack, aber das ist eher sein eigenes. Magneton. Magneton. Gut, das soll ein Elektro-Pokémon gesagt haben. Donnerattacke! Magneton! Magneton! Schalte! Was halt? Das kommt auch von, wenn man 3 Pin mit Magneten Leben einhaucht. Ein sehr rasanter Kampf! Nochmal Magneton! Der Trainer wechselt das Pokémon! Für die Horn. Ah! Das mache ich. Das hatte keinen Effekt. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Was, Sahne? Dein Reich. Für Rosana! Vorhin schlagen! Was geht ab? Ziel verfehlt! Zu treffen muss gelernt sein. Den Kampf beeinflussen. Los! Na, Karl! Ah, oh, komm nicht mit Goldchen nochmal, Mann! Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Wie wird sich das so eingewechselte Pokémon schlagen? Gar nicht, was euch ausgeschlagen hat. Todesguss, jetzt! Oh nein, es ist eingeschlafen. Es ist aufgewacht. Ah. Sie schenken sich wirklich nichts. Todesguss. Nochmal. Es ist wieder eingeschlafen. Ha. Bleib so. Es ist aufgewacht. Na, hallo. Der Kampf wird immer als intensiver. Was passiert jetzt? Es ist wieder eingeschlafen. So, nun bleib so. Bleib so. Bleib so schön. Es schläft tief und fest. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einfach. Damit direkt so Magneton vollzogen werden kann. Oh, ein Pokémon-Wechsel steht an. Los, Ring frei. Magneton. Magneton. Es kann sich immer noch nicht bewegen. Ha. Einfluss der Wechsel, das Endergebnis. Schlafendes Goldchen zu killen ist wie so ein... Oh. Der Trainer wechselt das Pokémon. So ein aufgewachtes Viren zu finden, so ein Shit. Und die Zinnrotz raus. Rihorn. Was geht ab? Nichts. Oh, die Attacke ging daneben. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Na. Zeig dir da mal inwiefern. Magneton zurück! Dauert viel zu lange eigentlich, die ganze Fighter Scheiße. Rosana! Was ist
ist das? Ein guter Treffer. Tada. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Los. Icy, ich das Rihon sowas von satt. Genau auf die Schwachstelle. Unglaublich, mit einem Schlag besiegt. Gleich zu Icy. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Rihon ist stark. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Es lebt im Bienen. Lebt in Bienen. Los, Rosana! Psychokinese! Wunderbar gemacht. Schön, eine schöne Psychokinese. Sein Special ist am Boden. Angriff! Was passiert jetzt? Angriff! Sein Special ist am Boden. Schönes Ding. Oh nein. Nein. Das erste Mal, dass wir wieder offiziell die Haken haben. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Oh, hau, hau, hau. Was soll auch was werden? Oha, das ist schwach gegen alles. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Wir schicken dich nach draußen raus in die Kälte. Sehr einseitig. Ein Eis! Das hat gebrettert! K.O. Das hat nicht gerade. Oh nein, nicht schon wieder. Gerade lang gedauert. Ah, das war ja aus Versehen immer noch so gekriegt. Ein Part mit ziemlich vielen Fails und einigen Lags, aber ich denke, das haben wir insgesamt so ganz gut hingekriegt. Sogar Part 1 von Bench hat ein paar Lags. Bevor ich den Bench-Part drehe, werde ich mein bisschen mehr starten. Oh, falls Charlie herkommt. So. Der dritte und vorletzte Trainer kam. Wenn nicht er, schuf mich. Nach diesem Kampf war der Arenaleiter. Wir dürfen gespannt sein. Feuersturm. Super Akani. Ein sehr rasanter Kampf. Bodycheck. Bodycheck. Ein guter Treffer. Wow. Ab. 2 KP. Ja, ein Treffer. Sie schenken mich wirklich nichts. Bunch. Bloody check. Wie kommt denn das? Ja, ein Treffer. Und das war's. Ja. Tschüss. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Es muss jetzt einiges wettmachen. Oha. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Ja, bitte. Das war trotzdem drin. So sieht es aus. Feuersturm. Dampfhammer. Es schwingt die Knochengeule. Die Knochengeule. Oh, die Attacke ging daneben. Wird immer intensiver. So theoretisch gesehen beeinflusst ihr jetzt Pokémon den Kampf. Blanche! Treffer! Sie verfehlt! Glückspilz! Wie kommt denn das? Ach,
wieder. Haha. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Er wird sich jetzt ärgern. So sieht es aus. Genau, so hat's auch auszusehen. So, und tschüss. Ich glaube, kannst du in der Steinzeit graben hier. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Trinkfrei für Nidorina. Oh, hau. Der aktuelle Hilfe. Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Feuersturm? Ein kraftvoller Angriff. Ein Spitzentreffer. Schönes Ding. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer. Ein sehr rasanter Kampf. So. Feuersturm! Das war ein Wunderpunkt! Und das war's! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Gut. Super Fight! Ja. Mach ich kann nicht mit. Sind nämlich so oder so nur Blatt-Pokémon, also wenn das ganz schnell geht. So. Die paradiesische Arena-Leiterin betritt mit ihren Pflanzen Pokémon das Feld. Mit der richtigen Strategie sollte man den Sieg ernten können. Den richtigen Feuertag. Los, Feuersturm! Ein heißer Feuersturm! Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Oha. Eine Wolke Stachelspuren. Na. Oh, es ist paralysiert. Ja. Ein sehr rasanter Kampf. Los, Bodycheck. Oh nein. Was passiert jetzt? Na. Es kann sich nicht rühren. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Rosana! Erlöst uns von diesem Leid. Ringfrei für Rosana! Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Auf jeden. Ein Eis! Hey. Und das war's. Ich kann Dinge nicht sehen. Warte nicht. Pokémon ist nun an der Reihe. Ich finde das ganz schrecklich, wenn Pokémon immer wieder Wechsel einsetzen. Trinkfrei für Giflor. Oha. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Weil ich vielleicht frei aus habe, womit ich ihn killen möchte. Ein Psychokinese! Nein, das sieht gar nicht gut aus. Blood Slam! Ein guter Treffer! Sie schenken sich wirklich nicht! Ein Sturm von Eis und Sieb! Perfekter Treffer! Oh, ist das Ende? Wunderbar gemacht, schönes Ding. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Duflor. Ringfrei für Duflor. Eine Verschwächung. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr. Nicht mal 20 Minuten brauchen wir, oder? Es gibt ihm eine. Doch, das wird's schon. Oh nein, es ist eingeschlafen. Unnötig. Es schläft tief und fest. Also von mir ist es eigentlich unnötig. Der Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. So sieht es aus. Zyrknese. Deine Spezialattacke ist verboten.
kann sich immer noch nicht bewegen. Ein sehr rasanter Gang. Bandit! I see! Harter Treffer! Rum! Eine volle Breitseite! Bandit am Boden! Und tschüss! Das war's! Level beendet! Yay! Schönes Ding. Erika hätten wir dann auch besiegt. Erika, genau deinen Fehler gemacht. Wie misst sie? Nur ein Typ an Pokémon. Und somit wird es Zeit, diesen Part auch wieder zu beenden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal noch mit Koga und tschüss.